Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Vogelporträt. Heute geht es um den Silberreiher, der natürlich nicht silbern ist, sondern weiß. Allerdings sticht er aus der Masse der Vögel mit seinem hellen Gefieder und seinem exotischen Anmuten schon von Weitem ins Auge. Bis vor einigen Jahren war die Sichtung des Silberreihers im nördlicheren Deutschland noch eine kleine Sensation. Im Süden kam es immer mal wieder zu Sichtungen. Mittlerweile haben die normalerweise eher in wärmeren Gebieten beheimateten Silberreiher in vielen Gebieten Deutschlands als Wintergäste oder Durchzügler ein Zuhause gefunden. Es gab 2012 sogar den ersten Nachweis für eine Brut in Deutschland in der Nähe von Rügen. Besonders viele Exemplare kann man zum Beispiel am Steinhuder Meer mitten in Niedersachsen beobachten. In manchen Wintern entdeckt man dort hunderte von Reihern, die auf Feldern und Wiesen Jagd auf Mäuse und Regenwürmern machen. Dabei ist es gerade mal 100 Jahre her, dass der Silberreiher fast ausgerottet wurde. Und das nur wegen seiner Federn, die dann irgendwelche Hüte von Adligen schmücken durften. Man gut, dass die Zeiten vorbei sind und die Bestände sich gut erholt haben. Aber ein häufig anzutreffender Vogel ist der Silberreiher in Deutschland immer noch nicht. Auch wenn er mit seiner weißen Farbe schon von Weitem erkennbar ist, sieht man ihn trotzdem recht selten. Von daher ein idealer Kandidat für eins unserer Vogelporträts. Wie alle Reiherarten liebt auch der Silberreiher Feuchtgebiete. Ob es nun Seen, Feuchtwiesen, Randbereiche von Flüssen oder andere wasserreichen Gegenden sind. Wichtig ist ein reiches Nahrungsangebot und Flachwasserzonen. Die Hauptnahrung sind Amphibien, Fische und Mäuse. Wie fast alle Reiherarten ist auch der Silberreiher ein guter Fischfänger. Oft harrt er lange regungslos am Ufer aus oder wartet langsam durch seichtes Wasser, um im richtigen Moment zuzustoßen. Der Silberreiher ist vom Gefieder her komplett weiß. Er ist in etwa genauso groß wie der verwandte Graureiher. Zur Paarungszeit ist der sonst gelbe Schnabel schwarz. Mit knapp 1 Meter Höhe ist er in etwa so groß wie ein Storch. Den exotischen Silberreiher kann man nicht überall in Deutschland beobachten oder fotografieren. Sie kommen nur regional vor oder sind als Wintergast oder Durchzügler anzutreffen. Im nördlicheren Deutschland kommen sie mittlerweile in verschiedenen Gebieten mit größeren Gewässern relativ häufig vor und brüten teilweise sogar dort. Zum Beispiel am Steinhuder Meer, wo einige dieser Aufnahmen entstanden sind, sieht man sie regelmäßig am Ufer und auf den Wiesen. Silberreiher sind meist weniger scheu als zum Beispiel der Graureiher. Zumindest war das bei unseren Exemplaren der Fall. Trotzdem lassen sich erst mit Brennweiten ab 400 mm, besser 600 mm brauchbare und halbwegs formatfüllende Aufnahmen erstellen. In unserem Fall kamen auch 800 mm Brennweite zum Einsatz. Ein Problem bei der Fotografie von Silberreihern ist oft der hohe Kontrast vom weißen Gefieder zum Hintergrund. Besonders vor dunklen Hintergründen ist eine Belichtungskorrektur der Kamera um minus 1 bis 1,5 Blenden sehr wichtig, da das Gefieder des Silberreihers sonst komplett überstrahlt und keine Zeichnung mehr hat. Auch wenn man die Belichtung von Rohdaten der Kamera nachträglich bei der Bearbeitung gut anpassen kann, solltet ihr von vornherein darauf achten. Wenn ihr, warum auch immer, nur JPEGs fotografiert, dann ist es umso wichtiger, eine Korrektur vorzunehmen. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Beobachten oder Fotografieren. Seid gespannt, welche Art wir euch als nächstes vorstellen. Dann bis zum nächsten Mal.